ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und ich habe die letzten drei Bilder bekommen von den Collector-Neuheiten 2017. Da kommen nochmal drei Stück hinterher. Hier haben wir einmal den Dimorphodon. Er stammt aus der Supreme-Serie, wird eine Länge haben von 37,5 cm und eine Höhe von 12,4 cm. Also ein anständiges Kerlchen. Als nächstes haben wir das Deluxe-Modell Uintatherium, ein urzeitliches Säugetier. Und ich denke, das werde ich mir auch holen. Das ist wirklich verdammt gut gemacht. Das werde ich mir auch holen. Er wird ungefähr 17 cm lang sein und 8,8 cm hoch. Und nicht zuletzt noch eine Box von Miniaturen mit insgesamt 12 Figuren drin. Da haben wir einmal einen Mini Dunkleosteus, einen Mini Paraputhosia, also ein Ammonit, ein Mini Australiceras, ein Mini Cameroceras, ein Mini Oleanoides Ceratus, ein Trilobit, ein Mini Archelon, also die Riesenschildkröte. Dann haben wir eine Mini Leeds Ichthys, das war ja ein riesiger Fisch von bis zu 15 Metern Länge. Dann ein Mini Cifactinus, ein Mini Pliosaurus, ein Mini Temnodontosaurus, ein Mini Bakulitis, einen Mini Diplomoceras. Ja, schöne Auswahl. Das waren die letzten drei. Ja, ein Dimorphodon, also von diesen drei letzten Figuren mein absolutes Favorite. Obwohl das Uintatherium ja auch wunderschön ist. Also ich denke, das hole ich mir. Das sieht verdammt gut aus. Und diese kleine Mini-Box mit 12 verschiedenen kleinen Mini-Figürchen. Unter anderem Ammoniten, Trilobiten, Pliosaurier, Schildkröten und einigen Kopffüßern. Und. Also schön was dabei im nächsten Jahr. Also, Collector wird uns im nächsten Jahr mit 9 neuen Modellen bescheren, inklusive einer Mini-Box mit nochmal 12 Figuren. Also, meine Güte, ist ja echt was los im nächsten Jahr. Also die übertrumpfen sich ja hier gegenseitig. Einmal Safari mit so unglaublich vielen Modellen, einmal Collector mit so wahnsinnig vielen Modellen und wer weiß, was dann noch alles kommt. Das war's auch schon wieder. Kurze, knackige Info und ich kling mich wieder aus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und bye, eure Katrin.